Einen schönen Berggruß und diesmal nicht nur ein grandioses Bergpanorama, sondern die Präsentation von unserem Dooji. Schaut ähnlich aus wie das V-Max, ist aber das Dooji S100 Pro. Ist ebenso ähnlich wie das V-Max, ein Outdoor-Smartphone mit extrem großem Akku. Das heißt, wir haben da über 22.000 mAh am Telefon integriert, der ist nicht entfernbar und dadurch, ähnlich wie im anderen Video schon, extrem lange Laufzeit und ebenso Nutzungsdauer. Der signifikante Unterschied vom V-Max zum S100 Pro ist die Lampe. Das Gerät hat, das werdet ihr jetzt gleich sehen, Outdoor-Lampe integriert. Zum einen in der Helligkeit, zum einen in der Helligkeit und zum anderen in dieser Helligkeit. Ja, das ist heftig. Man sieht es jetzt bei Tageslicht natürlich nicht so extrem gut. Also aber recht starke Lampen. Hat noch die Möglichkeit, super ebenso Signale zu senden und fürs SOS, also SOS-Signal zu senden. Das Ganze kann man natürlich auch steuern, ab einer gewissen Zeit. Ist eine coole Smart-App, was da drin ist. Leistungstechnisch 12 GB RAM, 256 GB interner Speicher, erweiterbar mit Dual SIM und MicroSD-Slot bis 1 TB. Alles, was so jemand braucht, der was mehrere Tage nicht ans Stromnetz kommt und sich daher für dieses Telefon entscheidet. Was ebenso cool ist, Nachtsichtkamera on the top, sehr starke Nachtsichtkamera und die restlichen Parameter sind identisch mit dem V-Max. Ich habe es ebenso in Betrieb gehabt wie das V-Max, das S100 Pro. Und ist wieder gesagt mehr Telefon eigentlich für den Rucksack bzw. eher für die Tasche. Aber es ist halt einfach optisch ein gelungenes Telefon. Und es ist für uns etwas nicht Alltägliches, was gerade so als Backup-Telefon oder Offline-Karten technisch super praktisch ist, wenn man es irgendwo hat, sei es im Auto, sei es im Camper und auf das zurückgreifen kann, weil dadurch man sich quasi diesen Laptop oder so da spart mit dieser extremen Akkulaufzeit. Das wäre es eigentlich gewesen zu dieser Präsentation, zu diesem kurzen Einblick in das Telefon. Also wie gesagt, Dooji S100 Pro, eigenwilliges Telefon, hat sicher einen eigenen Nutzbereich, aber den deckt es aus unserer Sicht voll ab. Und was für mich faszinierend ist, zum einen die Leistung, die Kameraqualität und die Features, Speichererweiterung etc. in Kombination mit den aktuellen Standards. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen was zugesagt und ihr habt einen Einblick bekommen, weil die was nachgegoogelt haben, mir doch immer wieder gelesen, V-Max S100 Pro. Wie gesagt, signifikant die Lampe und ein paar kleine Features, aber im Wesentlichen die ähnlichen Telefone. Der Vergleich zum S61 schaut von der Seite so aus, schaut von vorne so aus, von hinten schauen so aus. Genau. Gewicht, ja, wir sind bei 400 Gramm, ist schon ein massives Teil, aber klar, von nichts kommt nichts. Aber wie du schon sagst, und ist ja kein Handy für die Hosentasche. Genau. Hat mich gefreut. Wir sehen uns wieder mal bei so einer kurzen Technikpräsentation. Ein Danke an Dooji, kurz das Telefon zum Testen. Und in diesem Sinne, euch einen schönen Tag noch. Ciao.